Rühren, Baby, rühren. Rühren, Baby, rühren. Komm, wir machen das, nein, wir machen das von rechts nach links. Rühren, Baby, rühren. Rühren, Baby, rühren. Nein! Nein! Rühren, Baby, rühren. Rühren, Baby, rühren. Bin dann mal ready. Gut, dann fangen wir an. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spiel mit Kinderspielzeug. Hallöchen! Wir befinden uns heute in unserem Studio. Sieht aber alles ein bisschen komisch aus. Wir haben nämlich so eine Art Wahlkabine, damit wir uns nicht gegenseitig abgucken können. Bei der heutigen ist ein Slime-Challenge. Und zwar ist das die Triplet-Slime-Challenge oder die Drilling-Slime-Challenge oder quasi Twin Telepathy plus 1. Ne, Leute? Ja. Kann euch nicht sehen, das ist so komisch. Zum Glück bin ich mal getrennt von euch. Also ehrlich, es gibt, können wir nicht jede Challenge ab sofort so machen mit so Wänden zwischen euch? Ja, aber zwischen uns, da muss ich euch nicht Ruhe, sehen. Ne? Ja, da muss ich euch nicht sehen, das ist mir viel wichtiger. So, wir starten mit der ersten Runde. Wir haben hier auf den Schildern weißen Bastelkleber und Clear Glue stehen. Könnt ja. ihr ja sehen. Ja. Wir entscheiden uns jetzt für eins davon. Ich muss erstmal gucken, was da drauf steht, okay? Also ich glaube, rechts ist weißer Kleber und links ist Clear Glue. Müsste so sein, bei jedem gleich eigentlich. Ja. Okay, dann. Zieht jetzt. Haltet es in die Kamera, falls man sich erkennen kann, aber es wird schon funktionieren. Und was habt ihr? Clear Glue. Clear Glue. Clear Glue. Clear Glue. Yay! Das war aber ziemlich einfach, wollte ich gerade sagen. Also da kennen wir uns doch wirklich sehr, sehr gut, dass wir jetzt alle hier den Clear Glue brauchen. Eine elementare Schleimzutat. Yeah! Ich hab, was ist er denn? Ach, ich hab auch einen hier. Karin, ich habe einen Kanister, aber einen müssten wir dann Karin im Nachhinein geben. Ja, das wäre mal ganz nett, ne? Wenn ich hier einen bekommen könnte. Machen wir alles zu seiner und Zeit. Ja, nein, das sage ich gleich. Das ich glaube, diese Challenge wird wieder Eskalation. Wieso? Eskalationspotenzial. Niemals. Obwohl, wir bleiben ganz ruhig. Karin, möchtest du? Ja, bitte. Wir haben Sicherheitsabstand zueinander, das ist ganz gut. Ja, man fühlt sich aber auch so alleine irgendwie, ne? Ja, das ist so komisch, weil man sieht auch die Reaktion. Ich sehe die Reaktion ja von euch gar nicht. Ihr könnt mir die ganze Zeit die Zunge rausstrecken und ich merke das gar nicht. Das würde ich auch so machen, dafür brauche ich keine Wand. Also. Gut, aber dann werde ich kann immer abstellen hier? Ja. Deine Zunge schnappen. So. Was wird dir denn falsch gelaufen? Zunge schnappen. Also, Kleber hatten wir alle gleich. Ja. Deswegen sind wir in der ersten Runde schon mal Drillinge, Slime-Drillinge. Aber es geht jetzt in die nächste Runde. Los geht's. So, nächste Runde. Kann starten, ne? Wie ihr sehen könnt, habe ich umgefüllte Farben. Also, das ist nicht Elmer's Glue, sondern das sind Farben einfach hier. Genau, drin. Wir haben alle die gleichen Farben, nur bei Kahn hat es halt einfach nicht mehr gereicht. War klar, dass ich wieder den Rest bekomme. So, ihr kennt es. Wir haben Pink, Grün und Blau. Ich würde sagen, entscheidet euch jetzt, welche Farbe ihr nehmen würdet oder auch im besten Fall euer Gegenspieler. Und es muss die gleiche sein. Ich versuche mit meinen telepathischen Fähigkeiten hier was rauszufinden. Mal sehen, was ich für Schwingungen von Kahn und Kati empfangen kann. Ich muss jetzt genauso denken wie Kati. Ich muss so werden wie Kati und Nina. Ich werde nervig. Ich habe mich einfach direkt entschieden. Ich nehme das. Ich habe meine Brille jetzt abgenommen, weil das, glaube ich, krass spielt. Okay, welche Farben habt ihr? Pink! 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 Ja! Yeah! Yeah! Gar nicht so lange überlegen wie ihr. Ich wusste es sofort. Ja, ich habe auch schon. Ja, wobei, nee, ich war zwischen Pink und Blau. Nee, oh, Leute, wir sind Schleimdrillinge. Bis zu diesem Zeitpunkt. So, Farbe rein. Habe ich. Sieht aus wie so ein. Weiß ich nicht. Sieht aus wie Knete da drin auf einmal. Guck mal. Claudia, komm mal. Guck mal, das sieht aus wie Knete da drin. Nun gut. Ich denke, wir können auch schon wahrscheinlich zur nächsten Runde, oder, Nina? Ab geht's. Los geht's. Okay, dann können wir in die nächste Runde starten. Es geht um Styroporkugeln. Ja, wir haben grüne, rote und weiße hier zur Auswahl. Yes. Ich finde das ziemlich schwierig jetzt. Ich weiß gar nicht, wie ihr euch entscheiden würdet. Ich habe mich schon entschieden. Ich habe mich auch entschieden. Ja, ich habe mich auch entschieden. Was habt ihr? Weiß. Weiß. Rot. Nein. Ja, Nina. Ja, Kathi, komm hier. Drillinge. Ja. Ja, tut mir leid. Du bist diesmal nicht dabei, Nina. Ich hab ein bisschen gezögert, ne? Aber ja. Ich habe mich jetzt für das entschieden und das kann man nicht wieder rückgängig machen. Nein. Wir sind Zwillinge, nicht Drillinge. Schade. Ja, rot finde ich passt nicht zu unserem pinken Schleim, den wir später bekommen werden. Grün hätte ich als Kontrast ganz cool gefunden, aber ich habe gespürt, dass ihr grün nicht wollt. Ja, grün kommt erst, wenn wieder Weihnachten ist, so grün-rot. Ich habe total versagt jetzt. Ich finde mich schlecht. Okay, aber du hast ja eine Möglichkeit, in der nächsten Runde wieder auszugleichen. Ich wollte nur sagen, die nächste Runde wird besser. So, es geht weiter und jetzt ist Glitzer an der Reihe. Glitzer, Glitzer! Glitzer, Glitzer! Oh mein Gott, wir haben hier blau. Kann das sich einer immer nur sagen, nicht alle? Von dem Chor. Wahrscheinlich kommt das Meme danach auch nochmal einmal, als wäre es nicht. Na egal. Glitzer, Glitzer! Also, wir haben blau, gold und grün. Entscheidet euch jetzt! 3, 2, 1. Gold! Gold! Blau. Oh, ja. Oh, ja, komm hier. Yay. Ich bleib heute nicht alleine. Tja, schade. So. Das wird wieder ein schöner Schleim hier. Ja.
Ich finde, mein Schleim sieht bisher am besten aus. Du weißt doch gar nicht, wie unser Schleim aussieht. Doch, du hast ja eben rote Styroporkugeln. Ja, gut. Meiner sieht total cool aus. Meiner sieht auch gut aus. Das ist jetzt hier voll das Schleimbattle. Nein, wir müssen uns zusammenhalten. Wir sind doch. Eigentlich muss der Schleim am Ende des Tages ja ähnlich aussehen. Ja. Ne? Beziehungsweise gleich. Bin gespannt. So, okay. Ab in die nächste Runde. Let's go! Was haben wir denn, Nina, jetzt hier? Wir haben jetzt hier Emmas Glitter Glue. Und ich nehme Emmas Glue. Und können uns jetzt für eine Farbe entscheiden. Blau, grün oder pink? Was entscheiden die Drillinge? Seid ihr ready? Ja. Okay. Was habt ihr? Pink! 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 Yay! Yay! War doch klar. Das war relativ einfach. Wir wollen ja nicht unseren eigenen Schleim hier irgendwie. Bei mir hat jetzt gut blau gepasst, aber ich wusste ja, dass ihr blau eben nicht genommen habt. Ja, sehr gut gedacht. Sonst wärst du wieder alleine, ne? Ja, die hat sich zum Gemeinwohl entschieden. Genau. Klar, bisher sieht es so aus. Claudio, komm mal. Ich glaube, wir haben noch gar keine wirkliche Close-Up-Aufnahme vom noch nicht fertigen Schleim. Noch nicht fertig. Aber ich finde, meiner sieht ganz schön aus. Der ist vor allem besonders spannend, wenn er noch nicht fertig ist, weil sich die... Auch viel von dem sehen. Nein, natürlich nicht. Nein, nur Claudio das weiß das hätte ich vielleicht mal rübergehört. Kommt denn noch eine Runde? Nein, ne? Na, das war's dann ja. Kommt noch was, Claudio? Nein, es kommt nichts. Also, das heißt... Wollen wir eigentlich die Wände jetzt? Ja, können wir ja, ne? Es kommt ja nichts mehr. Gut, dann. Oder wollen wir nicht erst fertig machen und wenn der fertige Schleim. Ja, oder so, ja. Oh stimmt, ja, stimmt, ja, stimmt. Ja, Überraschung. Okay. Überraschung. So, dafür okay. Emmas Glue kann aber jetzt hier mal. Dann kann man auch mal ganz in Ruhe hier singen. Rühr, Baby, rühr, 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 rühr, Baby, rühr. Komm, wir machen das, nein, wir machen das von rechts nach links. Kathi fängt an und dann geht's weiter. Rühren, Baby, rühren. Rühren, Baby, rühren. Nein! Hallo, du nur einmal, ich einmal, nein! Nina einmal. Nein! Kanon. Nein, erst immer und danach im Kanon. Rühren, Baby, rühren. Rühren, Baby, rühren. Rühren, Baby, rühren. Rühren, Baby, rühren. Okay, das reicht auch. Wir haben uns hier... Wir haben uns sowieso schon lächerlich gemacht. Ich muss haben wir nicht. In all den Jahren haben wir uns noch niemals lächerlich gemacht. Ich muss ehrlich gestehen, meine Farbe gefällt mir nicht so. Also meine, aber wobei, das ist eigentlich klar. Mit der Farbe ist das eigentlich doch klar. Meine Farbe ist der absolute Knaller. Ja, wahrscheinlich haben wir haben ja wahrscheinlich die gleiche. Ja, aber kommt ja auf die Menge an, wie viele ihr da reingemacht habt. Ja, es geht. Wir brauchen Activator, Kathi, alles bei dir. Ja, ich gebe alles einmal weiter. So jeder hat das einmal, genau. Dankeschön. Danke. Und für jeden ein Tütchen. Kaisernatron. Hier, bitte, Kahn. Dankeschön. Danke. Machen wir jetzt von links. Da ist mir was ausgerufen. Habt ihr das gehört? Jetzt ist viel zu viel Kaisernatron reingekommen. Oh, Kaisernatron! Das ist viel zu viel. Das wird bestimmt gleich ganz harter Schleim. Rühren, 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 rühren. Rühren, Baby, rühren. Rühren, Baby, rühren. Irgendwie hat es schon wieder gespritzt. Ich weiß noch nicht, wohin. Nina! Ja? Nein! Hör auf! Kathi! Ich hab ja gesagt, das hat eskaliert. Kathi! Ja, ich sehe es. Lass es. Was ist? Jetzt habe ich deinen Schleim schon gesehen. Ja, langsam wird's. Rühr, Baby, rühr! Rühr, Baby, rühr! Rühr, Baby, rühr! Ah, meine Arme schon wieder! Rühren, Barbie, rühren! Rühren, Barbie, rühren! Rührt Barbie für dich? Das ist gegen die Regeln. Wow! It's a me! Das ist anstrengend. Ja, okay, mein Schleim ist, glaube ich, fertig. Ich glaube, meiner ist jetzt auch fertig. So, jetzt können wir die Farbe wegnehmen und dann ist er ja. Ja, warte. Ich möchte ihn gerne einmal erst rausnehmen und noch ein bisschen kneten. Kneten, oh kneten. Kneten, kneten, kneten. Kneten, kneten, kneten. Mhm. Stimmt doch ein, wir machen jetzt einen Kanon. Ich fange an. Kneten, oh kneten. Kneten, kneten, kneten. Ich dachte, jetzt macht gar keiner mit. Ich wollte eigentlich mit der Art und Weise, wie ich singe, eigentlich schon verdeutlichen, dass ich dieses Song nicht singen möchte. Ich starte eine Petition. Als Kahn im Urlaub war, haben mir ganz viele geschrieben, setz das doch jetzt endlich durch. Wie soll Kathi uns dazu zwingen? Ich zwinge euch ja gar nicht. Ich gebe euch die Möglichkeit, ein schönes Lied zu singen. Und wenn ihr nicht möchtet, dann singt halt mehr. Naja, durchsetzen klingt schon so zwingend. Okay, poppen weg. Ich kann die leider nicht anfassen, an den Finger kriegt. Ja. Oh, Kathi, Mensch. Ich bin noch nicht so weit. Yay, Leute, wow, da seid ihr ja. Hallo. Hey. Ja. So, und wow. Muss das sein? Muss ich euch jetzt sehen? Die Challenge war so schön bisher. Oh. Der ist so kühl. Euer auch? Ja. So richtig schön erfrischender, kühler Schleim. Karl ist auf jeden Fall ein bisschen blasser als meiner. Aber es liegt auch an den weißen. Ja, bei dir merkt man auf jeden Fall, dass es blau glitzert.
den blauen Glitzer. Und bei mir? Bei dir sieht es so extra, also Neon sieht es überall aus, aber ich bin bei dir am stärksten. Ich glaube auch, ne? Ja. Guck mal. Aber so ist es ja auch manchmal bei Zwillingen. Sie haben unterschiedliche Schönheitsmerkmale und bei mir sind eben kleine goldene, kleine blaue Glitzerpartikelchen und bei euch goldene. Bei mir sind rote Kugeln dafür. Genau. Also wir haben es nicht ganz hingekriegt, aber wir sind zum größten Teil Schleimdrillinge. Ich glaube, so ähnlich sah das noch nie aus bei uns. Nee. Ich bin sehr stolz auf uns, dass wir all die Schleim-Challenges dafür nutzen konnten, um uns gegenseitig kennenzulernen, was unsere Schleimvorlieben angeht. So lernen wir uns immer besser kennen. Also falls ihr Personen mal kennenlernen möchtet, dann macht mit ihnen Schleim. Ja, genau. Dann kriegt ihr die besten Geheimnisse wahrscheinlich, die tiefsten, innersten Geheimnisse von einer Person raus. Ja. Sonst bin ich ganz ehrlich, ich bin eigentlich bei Styroporkugeln immer der bunte Typ. Also ich brauche immer die bunten. Egal! Bist du auch nicht nur bei Styroporkugeln der bunte Typ. Ja, bestimmt. So, immer der bunte so, ich würde sagen, wir verzichten diesmal auf die Abstimmung, weil wir Drillinge sind. Wir treten jetzt nicht als Konkurrenz an, außerdem sind unsere Schleims ziemlich gleich. Ja, ihr könnt nur abstimmen, ob es uns gelungen ist oder nicht, heute einen Drilling-Schleim zu machen. Fandet ihr die cool, die Challenge, oder war das voll blöd? Könnt ihr abstimmen? Wenn ihr es noch nicht gemacht abchillen habt, könnt ihr auch. Abchillen könnt ihr. Ihr könnt abstimmen und alles andere auch machen. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonnieren, kommentieren, auf das Glöckchen drücken. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann... Yes. Könnt ihr uns natürlich auch auf Instagram folgen. Spielen mit mir Kinderspielzeug. Kati-Karacho. Karl-XY. Und Nina-Nakla. So, jetzt reicht's aber. Bis dann. Ciao. Tschüss.